Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ich werde meinen Raum ein bisschen verändern. Also ein bisschen ist untertrieben, weil ich liebe es einfach, meinen Raum zu verändern. Ich habe früher den auch gefühlt alle 2 Monate einfach komplett umgestellt. Jetzt ist es immer ein bisschen schwieriger geworden, weil ich ja hier dieses riesengroße Bett habe. Aber genau deswegen werde ich jetzt dieses Bett los. Meine Schwester nimmt das. Und ich kriege so Paletten und da packe ich dann meine Matratze drauf. Ist alles noch nicht so 100% ausgereift und ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das alles hinstelle. Und es kommen auf jeden Fall auch noch ein paar neue Sachen dazu. Auf jeden Fall ein größerer Schreibtisch, weil der ist viel zu klein, für die Oberstufe auch so. Außerdem bin ich einfach nicht mehr zufrieden hiermit, weil okay, es ist jetzt gerade auch noch sehr unaufgeräumt so. Aber ich weiß nicht, die Deko ist scheiße und es ist so unpersönlich geworden. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall mich darum kümmern, dass ich das erstmal einmal alles aufräume. Also ich bin jetzt fast fertig hier, so oberflächlich. Und so muss ich alles nochmal richtig dort aussortieren. Vor allem, weil der Schreibtisch ja auch wegkommt. Und dann muss ich da auch die ganze Schublade alles leer machen und so. Das wird nochmal eine Arbeit. Aber eins nach dem anderen. Und genau deswegen kommt jetzt erstmal das Bett. Und das müssen wir abbauen. Ich hoffe, wir schaffen das. Also meine Schwester und ich. Weil wir machen das zusammen. Weil immer zu zweit arbeiten, sonst seid ihr traurig. Sonst müsst ihr IKEA anrufen. Und dann müsst ihr IKEA-Mitarbeiter fragen, ob der zu euch nach Hause kommt und euch hilft. Wir haben jetzt gerade hier schon mal bei meinem Bett angefangen. Wir haben das alles so da in die Ecke gestopft, meine ganzen Sachen. Und Bettlaken abgemacht, damit meine Schwester direkt ein neues bekommt. Wir werden jetzt zuerst einmal ihr Bett abbauen. Und genau, das Bett kommt dann auf den Dachboden und die Matratze kommt dann bei mir einfach rein. Oh, was hast du bitte mit deinem Bett da gemacht? Okay, natürlich, da hinten, die ist auch schon angebrochen einfach. Okay, das müssen wir jetzt abbauen. Also, wir haben das jetzt geschafft so. Wir müssen die Dinge nochmal auseinander machen. Es war ein bisschen ruckartig, ist mir vielleicht auch ein bisschen kurz auf den Zeh gefallen, aber wir haben es geschafft. Okay, perfekt. Hier ist jetzt alles leer. Und jetzt muss, muss die Matratze hier runter, damit wir mein Bett auseinanderbauen können. Ja, geil. Eigentlich wollten wir ja das da machen und es dann da hinstellen, aber das geht nicht. Deswegen dachten wir jetzt, wir machen einfach die Füße raus. Nur das Problem ist, wenn die Füße nicht drin sind, ist da kein Gewinde. Das heißt, wir können das Ding nicht zusammenschrauben. Wir wollten jetzt einfach gerade schon dieses Ding einfach in die Richtung stellen, weil es da hinten nicht hinpasst. Aber jetzt haben wir gemerkt, dass es da doch so Schrauben gibt, die man rausschrauben kann. Das heißt, wir können das obere Ding doch abmachen. Perfekt. Also hier, wie man es vielleicht hört, halt es gerade sehr, weil einfach ja mein Bett so weg ist. Hier ist ganz viel Platz jetzt. Keine Ahnung, müssen wir gleich nochmal gucken, wie wir das machen. Aber bei meiner Schwester steht das Bett jetzt einfach. Ui. Ich hätte es halt bei mir auch einfach abschrauben können, in die Ecke stellen können. War vielleicht ein bisschen dumm. Aber egal, kann ich jetzt nichts mehr ändern. Es hat sich gerade noch mal richtig viel wieder geändert. Also ich habe das fertig dahin geschoben. Dann habe ich das noch von da darüber geschoben. Genau, hier ist noch ein bisschen Chaos, ne? Aber das räume ich jetzt gerade noch auf. Ich habe hier schon mein Bett richtig schön gemacht, neu bezogen und so. Aber jetzt stelle ich den Schreibtisch noch von der Ecke halt auf die Ecke. Da soll er dann im Endeffekt eigentlich auch stehen. Aber ich muss mal gucken, ob ich auch damit noch so echt gut zufrieden bin. Weil ich will halt ein Setup so. Und es ist halt scheiße mit einer Schräge, wenn ich jetzt da so einen Bildschirm hinstelle, dann steht er halt so voll weit weg von der Wand. Es ist besser, wenn ich die da hinstelle. Okay, ich überdenke mir das nochmal. Okay, nächste Idee. Ich habe den Schreibtisch jetzt einfach mal dahingestellt, weil mein anderer Schreibtisch halt dann auch da stehen wird. Das ist halt viel geiler, weil ich da eine freie Wand habe und das ist halt viel besser für ein Setup halt wegen Bildschirm und sowas. Nur das Problem ist, ich mag das irgendwie nicht da hinten, weil das da so eng ist hier. Und dann habe ich auf jeden Fall noch das da, also das Kavex-Regal in die Mitte gestellt, das finde ich echt voll geil, weil das dann den Raum nochmal so komplett verändert. Wenn ich das nur so platt an die Wand stelle, dann ist halt einfach nur ein großer Raum so. Gibt das nochmal so ein bisschen Gemütlichkeit, finde ich. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal die letzte Möglichkeit, wie ich es auch noch machen könnte. Und zwar so. Und ich muss sagen, ich glaube, mir gefällt das sogar am besten. Es ist zwar ein bisschen scheiße so, weil ich halt einen größeren Schreibtisch eigentlich will. Deswegen muss ich mir da eigentlich noch was überlegen. Aber so vom Raumgefühl ist das einfach irgendwie am gemütlichsten und am schönsten. Ich glaube, ich werde jetzt einfach nochmal hier ein bisschen das Chaos beseitigen, ein bisschen aufräumen, noch ein bisschen zu Ende putzen und so. Und dann werden wir uns die nächsten Tage irgendwann wiedersehen, wenn ich mich darum kümmere, was neu zu machen. Und ich muss auf jeden Fall zu IKEA fahren. Ich freue mich schon richtig drauf, weil ich brauche noch ein paar Sachen. Ich habe jetzt gerade aufgeräumt und ich muss es euch einfach nochmal zeigen, weil es sieht so cool jetzt schon aus. Ich habe jetzt die Lichterkette da so unten drum gelegt. Es ist einfach so viel schöner und ich fühle mich einfach jetzt schon
so viel wohler als in meinem alten Zimmer. Und genau, es fehlt natürlich jetzt noch so richtig viel Deko an den Wänden. Das ist halt alles so weiß, ist halt scheiße so. Glaube ich, nochmal das Licht da machen. Es ist einfach wow. Ich sag, der Winter hier drin, er wird geil. Er wird so geil. Vor allem, ich freue mich jetzt schon auf die Winterferien. Es ist richtig dumm, weil es ist Sommer, so geil Sommer, ne? Ich freue mich nur auf den Sommer. Eigentlich ist der Sommer das Beste. Und Sommer ist auch immer noch das Beste, aber... Oh, Wetter wird so geil. Mal wieder ein kleines Update. Ich glaube, es ist so 2-3 Wochen her, wo ich mein Zimmer umgestellt habe. Ja, und ich habe es wieder umgestellt. Es ist im Prinzip noch so ähnlich geblieben, wie ich es eigentlich schon hatte, nur noch besser. Das heißt, ich habe jetzt meinen Schrank hier so hingepackt, also direkt, wenn man von der Tür halt so reinkommt, steht der Schrank halt so mitten in der Mitte einfach hier. Das hat einfach den Grund, weil ich keinen Bock hatte, den so an die Wand so flach zu stellen, weil der war halt da vorher. Und dann ist es halt dahinter auch einfach noch so viel gemütlicher. Und dann habe ich halt auch da mit dem Schreibtisch einfach noch viel mehr Platz. Ich habe das Regal ja geräumt und es sieht demnach chaotisch aus, aber das kommt ja später theoretisch alles wieder da rein, um das jetzt so hoch hinzustellen. Eigentlich wollte ich das ja dahin stellen, aber ich habe überlegt, das einfach dahin zu packen, so als Verlängerung vom Schrank. Aber muss ich nochmal gucken. Also an sich ist es ganz okay. Von dem Höhenunterschied hier passt es halt nicht so ganz, aber mal gucken. Und hier sieht es halt jetzt noch übelst der aus. Aber das kommt halt auch einfach, weil ich noch meinen Mini-Schreibtisch da habe. Da kommt ja halt ein größerer Schreibtisch hin. Und ich habe jetzt einmal angefangen, das einzurichten. Und ich will auf jeden Fall die rosa Boxen da noch irgendwie in weiß haben. Das finde ich eigentlich ganz okay mit den Büchern. Und dann da, die Deko gefällt mir noch nicht so gut. Aber das beides ist ganz okay. Ich weiß nicht, ob ich die Figur behalte. Und da brauche ich noch einen neuen Topf für. Und das ist alles so scheiße. Aber wenigstens schon mal einen Anfang. Oh mein Gott, wir sind jetzt einfach beim Baumarkt, um so ein paar Sachen zu besorgen. Und da drüben ist auch noch Roller, um vielleicht einen Schreibtisch zu finden. Und ich hoffe, ich finde noch so ein paar andere Sachen. Auch so Deko-Sachen. Oh mein Gott, die sind so süß, aber viel zu teuer. Scheiße. Ui, hier gibt es auch ganz viele Vorhänge. Aber ich weiß noch nicht, was ich so für eine Farbe will. So, weil so das passt halt gar nicht. So, das ist auch ganz schön, aber ist das wirklich gut? Ja. Was hast du für schöne Blumen gefunden? Keine Ahnung, Pflanzen. Das sind Pflanzen. Ja, sehr schön. Lustig. Ich meine, dass jemand gesagt hat, dass sie nicht leicht zu pflegen sind, aber ist mir egal. Egal. Ja, dann hoffe ich mal, dass sie nicht sterben. Neue Bettwäsche wäre eigentlich auch was Gutes, aber irgendwie, ich weiß nicht. Die fand ich auch irgendwie ganz cool mit so einer Musterung. Aber nur weiß ist auch scheiße, deswegen, Ui, ich glaube, der ist sogar hier mit LED, aber ich weiß nicht. Und vor allem sitze ich hier gerade auf einen tollen Stuhl, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist er noch nicht perfekt. Wie kann das sein, dass es immer so ist, wenn wir was für Stella haben wollen, dass ich dann was kriege und dass jetzt, wenn ich was haben will, dass sie nur Sachen findet? Das ist so scheiße. Naja, jetzt gehen wir zu Roller und ich hoffe, da finde ich wenigstens was. Oder irgendwas, wo ich so bin, der Schreibtisch könnte mir gefallen oder so. Wenn nicht, dann boxe ich irgendwen. Die Duftkerzen, wenigstens eine Sache, die ich haben wollte. Wie riecht die? Boah, nee. Oh, viel zu intensiv. Was ist das? Erdbeere? Nee. Nee, das ist lecker. Wenn das nicht so dolle wäre. Ja, aber du riechst ja nicht direkt mit der Nase dran rum. Es ist ja nur so ein bisschen in der Luft dann. Bah. Die ist nicht gut. Erdbeere ist nicht gut. Aber also das mit diesen Früchten war eigentlich ganz okay. Und sonst mag ich auch immer Vanille auch gerne. Aber was soll ich jetzt nehmen? Aber Rot passt einfach nicht zu meinem Zimmer. Das ist das Problem. Deswegen muss ich Vanille nehmen. Aber weiß ist langweilig. Aber das ist ja nicht weiß. Das ist ja so beige. Na, es ist weiß. Jetzt aber ich will eine Duft... weiß. Ja, stimmt, da hast du schon recht. Ich würde das nehmen. Aber Rot ist dann auch zu hässlich. Weiß ich doch nicht. Ach man, fick dich. Oh ja, einfach ein Rollband. Ich liebe diese Dinger. Wow, wow. Oh, da gibt's voll die guten Wandregale. Ich brauche auf jeden Fall ein oder zwei oder so. Das, was ich haben will. Ecktisch, Schreibtisch, Stuhl. Oh, warum fahren wir nach oben? Ich habe gerade beschlossen, dieses Kissen und diese Decke zu kaufen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das passt, aber Kissen und Decken kann man nie genug haben, weil ich will ganz, ganz kuschelig leben. Das ist ganz tolle, ja, Küchen. Passt perfekt da rein. Richtig schön, Stella. Ich will aber lieber so eine Küche, dass ich hier schöne Videos drehen kann, wenn ich koche. Die ist besser. Aber ich mag von der Farbe nicht so gerne. Hallo. Hi. Oh, hier ist zu Ende. Okay, ja. Ende? Die Decke ist ja genau mein.
Nee, das finde ich so ein hässliches Kissen. Mal, so muss mein Bett aussehen. So viele Kissen brauche ich mindestens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was haltet ihr davon, wenn ich meinen ganzen Boden voll mit Rollrasen mache? Das wäre doch eine richtig gute Idee. Da kann ich da Minigolf drauf spielen. Hilft richtig gut aus, Stella, wenn du einfach so voll, wenn man Sam, Peppa Pig und dann noch Pferdevorhänge einfach in dein Zimmer packst. Das wird ja das richtig doll aufwerten. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin am Ende. Das ist so scheiße. Warum kann ich mich nie für irgendwas entscheiden? Ich habe einfach Angst, dass es mir dann nicht mehr gefällt. So, weil die rosa Decke habe ich jetzt auch weggepackt. Weil ich denke, dass ich eigentlich eine andere Struktur haben will. Weil guck mal, dieses Kissen ist auch so flauschig. Und ich habe ja schon so flauschige Sachen eigentlich nur. Und deswegen wollte ich eher was anderes. Aber keine Ahnung. Ich bin sehr traurig, weil alles, was ich gefunden habe, ist ein Kissen. Ich hatte so viele Dinge auf meiner Liste. Aber nichts davon konnte ich hier finden. Nicht mal eine Kerze. Also es gab Kerzen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Wow, oh mein Gott. Ich habe gerade das einfach so gemacht. Und wow, es sieht einfach so schön aus. Ich habe vorhin schon das so hingelegt und es sieht einfach so gemütlich aus. Und dann noch mit diesen Pflanzen da, also mit dem Efeu. Ich bin richtig zufrieden. Sieht einfach literally aus wie so ein Foto von Pinterest. Ich bin so zufrieden. Aber bisher erst nur mit der Ecke. Der Rest von meinem Zimmer ist noch ein bisschen eine Katastrophe. Und genau, eigentlich will ich hier ja auch noch eine größere Matratze hin. Und dann mit so Paletten darunter. Und es ist genau 1,40 von da bis da. Und das ist richtig gut, richtig perfekt. Ja, seit ich das Video gedreht habe, ist wirklich schon viel Zeit vergangen. Das heißt, es ist hier noch viel mehr passiert. Und das seht ihr dann in dem zweiten Teil von der Zimmerumgestaltungsreihe. Genau, lasst ein Like da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.